So, du Fettsack im Klamottenladen suchst wohl wieder das Weite, was? Aber mir entkommst Nein, du nicht. Bin ja da. Du weißt, wie du mich anzusprechen hast? Sir, ja, Coach, Sir, ja, Sir. Richtig, und jetzt hör mir zu. Okay. Wenn ich dir beibringe, wie du endlich Kilos abnimmst, wie der Boss bei der Drogenübergabe. Hey. Okay. So. Aufrecht. Ich steh ja schon. Ey, salut hier vom Drill Sergeant, du musst mir Respekt zollen. Denkst du, du kannst vor mir mit deinen Speckrollen wegrollen? Schluss mit Tagträumen und der sorglosen Chiller-Scheiße. Ich weck dich auf, voll ins Ohr mit der Trillerpfeife. Morgen. Erstmal 100 Liegestütze machen, dann einen Liter heißen Kaffee mit dem Trichter in dein Rachen. Schelle links, Schelle rechts. Stillgestanden, heul nicht rum, du solltest mir für diese Hilfe danken. Ey, sei kein Feigling, du machst jetzt Seilspringen, wie ein Kleinkind. Wir haben gerade erst angefangen, Hantelbank, danach machst du einen Hampelmann, wie damals deine Mom in der Schwangerschaft. Ängste vor der Zukunft, deshalb hängst du vom Computer, willst du Menschen treffen, Bruder, dann am besten nur im Shooter. Ey. Denkst du bist ein Loser, kriegst es einfach nie gebacken, weil es leider nur bergab ging, so wie Eislawinenmassen, Junge, weiter. Manchmal muss man ein paar Mal scheitern, um zu schaffen, also weiter Ziel erfassen, so wie Kleinkaliberwaffen, denn im Sterbebett bereust du nur den Scheiß, den du nie machtest, also rein jetzt in die Masse. Wie Malaysia-Tiger tatzen, denn du hast nur ein Life und keine Zeitmaschinenkapsel, also Eindruck hinterlassen, so wie Schreibmaschinen passen, bis du bissig bist, wie ein Leopard im Dschungel, wenn er tobt. Bloß uns wirklich dich mit neonfarbenen Gummibändern tot. Stimme wie Zeus, hör wie sie tost. Guck mal dein Look, Emergency Bro. Normalerweise bist du Mamas Service gewohnt. Schluss mit dem Good Life, sagt der Personal Coach. Der Personal Coach, gestört und auf Koks, fordert Blut, Schweiß und Tränen von deinen nerdigen Homes. Im Aerobic-Kurs, da twerken die Hoes. Für Germany's Most Wanted Personal Coach. So, hast du jetzt deine Trainingseinheit absolviert, du kleiner faules Schwein, Alter. So, pass auf. Du machst das jetzt jeden Tag. Aber jetzt muss der Boss erstmal wieder sich runterrauchen von diesem Stress, den du ihn... Du bist ein anstrengender Mensch. Wirklich. Bis du mal deinen Arsch hochkriegst. Jetzt muss ich mir erstmal runterrauchen, muss meine Zigarre. Ja, Mann, bringe mir bitte meine Zigarre heran. Danke.